Hallo und willkommen zurück zu Die Siedler 2. So, wir haben hier nach wie vor die Situation, dass wir hier einen Gegner haben und hinten einen Gegner. Der scheint aber schon relativ am Boden zu sein. Relativ allerdings nur. Er ist durchaus immer noch in der Lage hier zu agieren. So, das reißen wir mal ab. Blenden das mal wieder ein. Wir haben hier noch irgendwo ein paar weitere Eisenbergwerke gehabt, die wir erschließen konnten. Kohlebergwerke haben wir hier ein paar. Da fehlt ein bisschen Nahrung. Und dann habe ich noch ein paar interessante Hinweise bekommen von einem meiner Zuschauer, dass ich doch hier bei den Zweiergebäuden die Goldzufuhr mal ausschalten sollte. Das würde nicht allzu viel bringen und wäre eine Verschwendung von Gold und dem gebe ich absolut recht und gehe dem auch gerne nach und schalte demzufolge hier das Gold mal aus, also die Goldzufuhr, wo ich das gerade so sehe. Also ich werde jetzt hier nicht überall nachschauen, ob ich nicht noch irgendwo eins vergessen habe, aber man sieht ja schon, dass wir das eigentlich mit einem Mal alles abgefrühstückt haben hier. So, jetzt würde ich gerne Pause machen und schauen, wo ich noch Eisen finden kann, aber das ist wahrscheinlich leider nicht möglich. Da muss ich mal von Hand gucken. Naja, also wir hatten, auf jeden Fall hatten wir da noch ein paar. Die hatten wir auch schon fast, also die haben wir nur noch nicht angeschlossen. Na, so, nur noch nicht angeschlossen. Hier müssen wir vielleicht nochmal gucken, dass wir hier nochmal den einen oder anderen hinschicken. Aber jetzt haben wir nur noch eine Mine. Was ist das hier? Ah ja, ein Eisenbergwerk. Sehr gut. Dann schließen wir noch das an. Da kriegen wir jetzt keine Fahne mehr hin, also dahin. Jo. Wir werden angegriffen. Ah ja, hier bei der Wachstube, da haben wir einen General drin. Okay. So. Hier können wir nicht angreifen. Hier sind Schwerter. Achso, ich kann ja auch noch einstellen, wer hier nicht reinkommt. Militärsteuerung. Das heißt, wer hier drin sein darf, oder was? Nee. Ich weiß das nicht genau. Hier sollen auf jeden Fall keine Soldaten drin sein. So. Ach, da verlässt ein Soldat das Quartier. Achso, das sind die, die hier als Reserve drin behalten wurden. Ja, okay. Die brauchen wir hier tatsächlich nicht. Hier ist unser General gegen ihn hier. Okay, so. Hier ist kein Soldat drin. Keine Rohstoffe mehr beim Eisenbergwerk. Beim nächsten. Oh. Da müssen wir hier vielleicht nochmal einen. Oder zumindest hier vorne vor. Moment, das. Ja, schicken wir hier nochmal einen Geologen hin. Vielleicht finden wir ja hier noch was. Und hier auch. Und, ja. Gucken mal. Müssen wir eigentlich noch ein bisschen weitersuchen nach neuem. Nach neuem Eisen. Das hier gehört noch dem Gegner. Die können wir nicht angreifen. Da haben wir wirklich zu wenig Kräfte. Hier unten haben wir aber ein paar. Hier könnten wir aber auch noch mehr gebrauchen. Hier hinten können wir noch zwei Geologen hinschicken und einen Kundschafter. Das ist Gold. Hier ist Kohle. Sprich, hier schicken wir auch nochmal zwei Geologen hin. Hier nochmal einen Kundschafter. Und dann schauen wir uns diese Wachstube an. Die können wir nicht angreifen. Schade. Hier hinten brauchen wir auf jeden Fall noch eine Straße. Irgendwie hier so, ja, rumführt. Und ein, zwei Geologen. So. Moment, Kohlebergwerk hat keine Rohstoffe mehr, das kann dann weg. Was, wir haben ein Gebiet verloren? Wir haben hier das. Ah, verdammt, ich. Das war tatsächlich der General, der dann drauf gegangen ist. Ah, das ist ärgerlich. Oder Moment, nee, das ist. Doch, das haben die erobert gerade. Ah, da war ich davon überzeugt, dass der schaffen würde. Schade, hat er wohl nicht.
Und hier hinten sehe ich, sehr gut, da haben wir offenbar... Ah ja, hier vorne haben wir sowieso ein Eisenbergwerk schon gebaut. Das können wir dann auch in Betrieb nehmen, beziehungsweise bauen lassen. Dann verbinden wir das auch mal... Moment, noch nicht. Wir reißen dann gleich hier die Fahne ab. Kohle gefunden. Ja, sehr gut, das kennen wir ja. Hier haben wir Kohle gefunden. Eisenbergwerk ist da fertig. Okay, so, wir haben hier einmal ein Kohlebergwerk verloren. Da ist die Fahne ab. Das ist hier obenrum dann noch verbunden. Hier ist nichts vorhanden dann von Kohle. Hier kann noch ein Kohlebergwerk hin und da kann noch eins hin. Binden wir das mal so mit dem. So, und dann auch da nochmal eins hinbauen. Und unten, ja, können wir noch eins hinbauen. Dann, wenn es soweit ist, ist alles hier hinten. Und dann reißen wir hier die Fahne mal ab. Das bauen wir so noch. Und da kommt auch noch eins hin. Super. So, offenbar wird hier nichts angebaut. Dann gucken wir mal. Eine Mühle kann eine Bäckerei bedienen, habe ich auch gelesen. Wo haben wir hier die Bäckerei? Hier haben wir keine. Hier haben wir tatsächlich keine Bäckerei. Und einiges an Mehl. Dann kommt hier eine Bäckerei hin. Die müsste da sein, genau. Und... Ja... Hier vorne noch eine zweite. Bräuchten wir dann noch eine weitere Mühle, aber momentan sieht es so ganz gut aus. Dann bauen wir hier vielleicht erstmal einen Brunnen hin. Den bräuchten wir ja dann auch. Oh, ganz schön knapp hier, dem Feld. Okay. So, Truppen haben wir jetzt hier zwei, das ist gut. Ah, hier findet sich auch Kohle, das ist super. Okay, schauen wir zum linken rüber, zum linken Nachbarn. Hier hinten, ah, guck mal, da können wir jetzt eine Baracke bauen. Bauen wir auch mal. Um da ein bisschen Truppen ranzubringen an die Grenze. Hier könnten wir angreifen. Aber der Gegner, der ist nicht schwach. Moment, das war ja gar nicht hier. Das war ja gar nicht hier gerade. Okay, das können wir nicht weiter ausbauen, leider. Den können wir auch nicht weiter ausbauen, den wollen wir auch nicht weiter ausbauen. Den können und wollen wir auch nicht weiter ausbauen. Ah, da haben wir noch einen General drin. Hier, sehr schön. Das sieht gut aus. Aber Gold müssten wir doch jetzt haben. In ausreichender Menge. Dann... Ah, guck mal hier, da könnten wir nochmal einen Geologen hinschicken. Oder zwei. Das wollte ich mir jetzt gerade angucken. Ich hab's vergessen, in dem Moment, in dem ich es ausgesprochen habe. Na super. Vorne wäre eventuell noch ein Fischer möglich, aber naja, nicht wirklich. Die Wachstube hätte ich gerne angegriffen. Dazu brauchen wir hier noch einen weiteren Soldaten und dann ist da natürlich noch. Wir müssen auch gucken, dass wir genug Eisen und Kohle haben. Kohle haben wir ja nach wie vor ein bisschen zu wenig. Wenn hier 100% produziert werden. Wie sieht's aus mit Werkzeugen? Werkzeuge haben wir... Ja... Schlosserei ist gerade in Betrieb. Die müsste gerade aus. Ja, die ist aus. Schmiede ist in Betrieb. Und Eisenschmelze ist pausiert, weil die keine Kohle bekommt. Wir hatten doch nicht noch eine zweite Schmiede. Da ist mal eine Eisenschmelze und da ist die zweite Schmiede, genau. Die bringen alles hier rüber? Nein, bringen sie nicht. Okay. Und die bringen es auch hoffentlich nicht hier oben hin. Sehr gut. Sprich, die bringen alles runter. Da haben wir schon 24 Mehl. Hier haben wir 11 Mehl. Okay, dann heißt es wirklich, wir brauchen weitere weitere Bäckereien. Dann wollen wir das auch mal machen. Die Fahne reißen wir ab. Dann gucken wir mal. Haben wir Wasser? Nicht allzu viel. Hier kommt eine weitere Bäckerei hin. Und hier ein weiterer Brunnen.
So, das kann alles weg. Und dann braucht man noch eine Bäckerei. Haben wir hier bereits Mehl? Nein, aber nicht. Das muss alles hier oben irgendwie gemacht werden. Dann soll doch hier noch eine weitere Bäckerei hin. So. Und der Brunnen sollte es schaffen, die beiden Bäckereien zu versorgen. Naja, ich denke doch. Da oben könnte man ja noch einen weiteren hinbauen. Wir haben ja schließlich auch noch... Moment, hat er jetzt hier das Feld bestellt? Nee, ne, das war ja hier so trocken. Das machte der ja nicht. Okay, den reißen wir da trotzdem nochmal ab. Ich weiß nicht genau, ob der das da bedient oder nicht. Ja, gucken wir mal. Eigentlich müsste der das da hinkriegen mit dem Wasser. Wir können hier noch einen zweiten hinsetzen. Falls es notwendig werden sollte, kann man ja das Wasser von da dann transportieren. So, zwei Eisenbergwerke haben wir gebaut. Sehr schön. Soldaten haben wir nach wie vor keine. Eigentlich hatten wir hier ja ausreichend Soldaten. Ah, guck mal an. Können wir noch eine Fahne hinsetzen und hier und da und dann jeweils zwei Geologen hinschicken. Ja. Und hier haben wir noch ein bisschen Fläche. Ich glaube, der Bauernhof. Oh, wo sieht der jetzt was aus? Bin ich echt gespannt. 40%. Ach, da hat er noch ein Feld. Wie geht der jetzt? Geht jetzt hier rüber und dann dahin. Okay. Ist natürlich auch alles andere als effizient jetzt. Was da so läuft. Hat er abgeerntet. Einem Feld, einmal Getreide. Das muss ja wieder aussehen. 60% immerhin, naja. Ich weiß es nicht genau. Man müsste es eigentlich bei den Namibiern sehen. Die sind da hier unten. Die, ja, die haben alles grün. Na toll. Aber bei denen, guck mal an, da machen sie es auch auf diesen Feldern. Wir müssen unsere das doch eigentlich auch können. Ach, wisst ihr was? Wir haben ja eh keine andere Wahl. Also bauen wir hier nochmal einen Bauernhof hin. Und da nochmal einen Bauernhof hin. Verbinden die beide mit der Straße. Und das geht hier so durch. Da geht das noch hin. Ja, und dann gucken wir mal, wie das hier läuft. Vielleicht könnten wir den ein Stückchen tiefer setzen. Ja, gucken wir mal. Okay, der geht nur dahin. Gut. So, dann haben wir das. Soldaten sollten in der Zwischenzeit schon produziert worden sein. Zwei Schilde brauchen wir noch. Bier haben wir auf jeden Fall genug da. Und die werden auch verteilt worden sein. Wo auch immer. Wir haben nicht jede Baracke wieder in Betrieb genommen. Aber ein paar. Und die Wachstuben hier, die brauchen wir ja auf jeden Fall. Ja, da sind dann insgesamt natürlich dennoch ein bisschen wenig Leute vorhanden. Haben wir inzwischen... Ah genau, wir haben ja heute eine Baracke gebaut. Ist die besetzt worden? Nein. Da wird auch kein Gold hin. Okay. Hier wird Stein abgebaut. Dann... könnten wir hier... Ah, Stein haben wir ja schon da oben. Dann haben wir da. Hier unten könnte man noch eine Baracke bauen. Das wäre aber nicht unbedingt notwendig. Sehr schön, Gold. Leider direkt an der Grenze, aber vielleicht können wir da auch nochmal... Goldmine... Oh, guck mal hier. Eine Sonnenblume, oder? Sieht zumindest ein bisschen so aus. Ja, so. Die ersten sind gleich die kleinen weißen Blüten. Die kleinen weißen Blumen. Ich komme gerade nicht drauf. Jedem normalen Rasen zu finden, freut man sich immer. Beim Rasenmähen. Naja, ich komme nicht drauf. Okay, so, da ist ein General drin. Hier ist ein General drin. Jeweils nur einer. Ist natürlich ein bisschen
Verschwendung des Goldes. Deswegen auch der Hinweis von einem Zuschauer. Sehr guter Hinweis, dass man das da ausstellt bei den Zweierbetrieben. Das Gold zu den Großen geht, wo dann möglichst viel Leute von dem Gold profitieren können. Hier vielleicht noch einen Bauernhof hin. Und dann gucken wir mal, ob das hier eben auf diesen Feldern geht. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Und ich habe auch keine Lust, mir das immer zu 100% hier anzugucken, ob das dann wirklich geht. Dann kannst du auch einfach mal probieren. Und vielleicht hier vorne noch einen weiteren Steinbruch hinbauen, damit wir hier die Steine möglichst schnell wegkriegen. Jo. So. Da ist ein Schwert. Das heißt, da kam gerade ein Soldat. Ah, da ist er, ja. Und wie sieht's aus mit Bauern? Wir haben noch zwei Sensen. Zwei Bauernhöfe können wir noch machen. Also da einer und die beiden da unten. Sprich, wir müssen dann die Schlosserei bald wieder einschalten. Bald. Noch nicht, aber bald. Um dann wieder Sensen herzustellen. So, wie sieht's hier hinten aus mit den Getreidevorräten? Ja, ich weiß gar nicht, sind die gewachsen? Bin mir nicht sicher. Aber hier hinten hatten wir auch Getreide im Lager. Die sind immerhin geschrumpft. Sehr gut. Bäckerei ist bei 40%, der fehlt Wasser. Dann... ja. Brauchen wir Wasser. Da ist ein Boden, das könnte man eigentlich darüber schleppen. Müsste möglich sein. Oh, sehr gut. Da ist ein Soldat angekommen, hat das besetzt. Schick. Jo. Den Wachturm könnten wir mit 3 Mann angreifen. Oh, da wären wahrscheinlich Generäle, die wir dann schicken würden. Machen wir gerade mal noch nicht. Wir warten noch einen Moment ab. Gehen noch mal hier oben hin, gucken, ob wir das da jetzt mal angreifen können. Können wir nicht. Schade. Das hätte ich gerne zurück. Oder, ja, doch, hätte ich gerne. Inzwischen angreifen wäre auch eine Möglichkeit, aber... ja, guck mal hier, da hat er ja auch irgendwie nichts. Er hält das einfach nur. Das ganze Gelände hier. Dazwischen ist nichts. Festung hat er da stehen, solange der hier aber kein Katapult hinbaut. Ja, das wird uns da auch nicht großartig erreichen hier. Das wird uns also auch nicht groß stören. Wachstube hier. Ja. Geht aber soweit noch. Gucken wir mal eben hier nach der Bäckerei. Da muss noch Wasser hin. Wie es aussieht. Ja. Ist hier ist hier kein Getreide drauf angebaut, sprich, da kommt jetzt ein Brunnen hin. Der Steinbruch hat nur noch 50%, dann kommt er weg. Sehr gut. Und der hat keinen Arbeiter im Gebäude, dann können wir direkt hier rüber wechseln. Ist das hier kein Stein mehr? Gilt nicht als Stein? Naja. Werden wir dann sehen. Wird er dann gleich nochmal auftauchen, die Nachricht. Das Goldbergwerk, das können wir noch anschließen. Die Münzbrägerei, 85% haben wir noch Gold. Okay, dann werden wir das hier auf jeden Fall anschließen, das Goldbergwerk, was wir hier gerade errichtet haben. Ich denke mal, hier wird auch Gold bei sein. Aber da schicken wir auf jeden Fall noch einen. Moment. Straßbauern. So, da schicken wir auf jeden Fall noch jemanden hin, um das mal zu erkunden. Kann man hier irgendwie... ne, kann man nicht. Dann müssen wir den weiten Weg hinten rumgehen. So, sieht's aus. Kohle. Kohle. Und da ist auch überall Kohle. Das wird angeschlossen, das wird angeschlossen. Na, dann machen wir das. Ist jetzt auch nicht tragisch. Da kann man noch ein Kohlebergwerk hinsetzen. Und hier nochmal 2 Biologen kommen lassen. Jo, das hier hinten ist Namibia, also das sind die Afrikaner. Super, Bauernhof wurde errichtet. Oh, guck mal, der sät jetzt hier in diesem Schlamm, wo wir gerade diesen Brunnen gebaut haben. Weil der Bauer das da oben nicht verwendet hat. Und er hat eine Ausnutzung von 95%. 1, 2 Felder. Kurios. Naja,
muss nicht immer ganz verständlich sein, was hier so passiert. Der ist jetzt bei 70% vor der Tür einfällt. Vielleicht kann er ja hier noch irgendwo eins errichten. Wir werden es sehen. Naja, schön. Dann würde ich sagen, kommt hier auch noch ein Brunnen hin und dann kommt tatsächlich auch hier noch eine Bäckerei hin. Die müsste ja dann da baubar sein, oder? Eigentlich schon. So. Achso, da fehlt natürlich noch was Wichtigeres. Die Mühle. Die bauen wir dann tatsächlich hier oben hin. So. Okay. Gold gefunden. Na, der soll hier oben. Da soll der Gold finden. Ist wieder da, genau. Jetzt findet man da oben Gold. Ja. Gucken wir mal. Und wo hat er es jetzt gefunden? Da. Da muss einer hingehen. Jetzt geht er da weg. Können wir noch ein bisschen warten. Naja, vielleicht kriegen die das noch hin. So, wie sieht's aus inzwischen? Ich guck nochmal zum Hauptquartier. Orientierung kurz verloren. So, da ist das Hauptquartier. Da haben wir ein Schwert, ein Schild. Oh, noch ein Schild. Bitte noch herstellen. In der Schmiede da. Fehlt Kohle, ja. Da fehlt Kohle. Bauen wir hier noch ein Kohlewerk an. Haben wir hier vor Ort mehr Kohle? Schicken auch hier nochmal zwei Geologen hin. Da wird dann wahrscheinlich nichts drin sein. Ja. Hätte da aber gerne eben noch mehr Kohle vor Ort. Ah, guck an, hier können wir noch ein Goldbergwerk hinbauen. Das gehört uns noch nicht. Sehr schön. Ja, fein. Sehr gut. Sehr gut. Okay, damit haben wir es dann eigentlich auch schon wieder. Vorerst. Achso, das können wir einfach noch ausbauen. So. Und den Turm könnten wir angreifen. Ja, schön und gut. Da haben wir jetzt tatsächlich sogar einen General drin. Sehr schön. Können wir sogar hier angreifen, ja. Aber Gebäude ohne Arbeiter, genau, da haben wir es jetzt. Jetzt können wir hier die Schlosserei einschalten. Da einschalten und Sensen produzieren. Ah, Sensen. Da, der Schalter ist ein bisschen verwirrend, beziehungsweise zieht er einen förmlich an. Man klickt drauf, na, man's zurückgesetzt. Oh, noch mehr Kohle gefunden? Ja, da könnte man noch was finden. So, hier läuft die Eisenproduktion auf jeden Fall schon. Das sieht nicht schlecht aus. Der Bauernhof, der ist bei 100%, der bei 85%, sieht gut aus. Mühle und Bäckerei. Dann haben wir hier Mehl im Lager, genau das habe ich mir gerade auch gedacht. Wir werden hier noch eine Bäckerei errichten. Und da noch einen Brunnen. Das finden wir, ja, es geht so. Und das, so. Okay. Das kann man dann auch so lassen. Ja, das geht so. Okay. Wo hat die Bäckerei ihr Wasser her? Von da. Okay. Passt auch. Sehr schön. Wasser wird nicht eingelagert, wird alles gebraucht. Super. Das heißt also, wir können alle, ja vermutlich alle Bergwerke Nahrungsmitteln versorgen. Auch wenn das hier, dieses Bergwerk gar keins hat. Keine Nahrungsmittel hat. Naja, wird dann wohl noch kommen. Fleisch oder Tiere haben wir hier keine. Okay. Das hat auch keinen Arbeiter. Da müssen wir nochmal schauen, ob wir
Hacken haben. Ansonsten dürfen wir die als nächstes dann nachproduzieren. Okay, haben wir gerade nicht. Die Schlosserei, die produziert dann erstmal... Ach, guck mal hier, die hat jetzt zu viel Eisen. Da wird die jetzt eine Sense produzieren und danach die Hacke. Die Spitzhacke für den Bergmann. Ja, feuer mal eben an. Heiz mal ein in den Ofen. Und guck dann. Da hat sich wahrscheinlich direkt mal was geschnappt und geht jetzt als Bauer. Okay, gut. Dann würde ich sagen, hier nochmal eben schnell zwei Geologen hinschicken und dann machen wir jetzt an der Stelle auch eine Pause. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!